Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Aufnahme von Opa spielt Minecraft. Die Sonne geht gerade auf, nicht unter. So, da muss ich auf die Seite gucken. Die Sonne geht gerade auf und ja, heute müssen wir uns auf eine ganz schwierige Sache, vorbereiten. Ich habe nämlich einen Kommentar bekommen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber ich werde den Kommentar hier jetzt einblenden. Und was da drin stand, ja, der hatte mir ja gesagt, dass man an die Wände Falltüren oder Schilder anbringen soll. Das hatte ich nicht so genau verstanden. Jetzt hat er es mir nochmal erklärt und ich habe es verstanden. Und jetzt ist halt das Problem, was machen wir? Wir haben ja unten die Monsterfalle schon fertig, also die erste Etage, und da möchte ich dann gerne diese Schilder anbringen. Das heißt, wir müssen erstmal sehr viele Schilder machen, so in der Art hier. Und dann müssen wir das anbringen. Das heißt, wir wagen uns in die Höhle des Löwen. Wir müssen uns einen Notausstieg bauen sozusagen. Das kriegen wir auch noch hin. Und ja, das wird also alles sehr gefährlich. Und da wir wahrscheinlich auch dann unsere Erfahrungspunkte verlieren, wenn wir sterben, möchte ich vorher auch noch das ganze Ding hier. Ja, dann machen wir. Ich möchte einen schönen Bogen haben. Dann bauen wir uns zunächst mal Bögen. Ja. Hier geht's raus. So. Also, wir müssen viel vorbereiten. Erstmal Bögen bauen, dann die verzaubern. Und dann, muss ich halt sehen, wie ich das mache. Also Bögen bauen. Die Bögen funktionieren mit irgendwelchen Stöckchen, glaube ich. Ach, ich glaube, ich werde erstmal hier mein Inventar leeren. So, und dann geht das von selber. Okay, Inventar leeren. Bevor ich das aber mache mit den Bögen, möchte ich zunächst nochmal sagen, dass wir heute den 26.07. haben, 2.18 Uhr. Ich bin gerade aus der Superspätschicht gekommen. Es ist 0.43 Uhr und wir machen hier, sagen wir mal, anderthalb Stunden oder sowas, habe ich geplant. Und vielleicht so bis 2 Uhr, 2.30 Uhr oder was. Ja, gut, das sind dann schon wieder mehr als anderthalb Stunden. Und wir haben Folge 2101. Und da möchte ich zunächst einmal, ich bedanke mich einfach bei euch mal. Ich habe hier in der letzten Folge einen Download gemacht, in der Folge 2100, diesmal pünktlich. Und ich möchte euch mal vorneweg eine Grafik zeigen. Und zwar, wo habe ich den Zettel? Hier. In dieser Grafik habe ich alle meine Downloads aufgeführt, die ich also im Minecraft Let's Play gemacht habe. Die meisten Downloads, und ihr wisst ja, so irrsinnig viele Aufrufe habe ich ja nicht. Ja, die meisten sind schlafende Mitglieder, sage ich mal, die also nicht sehr aktiv sind und mal ab und zu dann wieder reinschneien und sagen, ach, jetzt habe ich dich wieder entdeckt und du machst ja immer noch Let's Play. Toll, ja, prima. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Downloads. Denn ich sehe in der Download-Seite, dass ich insgesamt 8100 Downloads, dass meine Welt 8100 mal
heruntergeladen wurde, am meisten der Download der Folge 400 mit 864 und am wenigsten die Folge 392. Ich weiß gar nicht, warum ich da innerhalb von 8 Folgen 2 Downloads gemacht habe, mit 129. Jetzt mache ich es ja so, dass ich also alle 100 Folgen etwa Download mache. Das seht ihr ja auf der Grafik. Am häufigsten sind so etwa 200 bis 400 Downloads pro Download, ne? Also pro Map. Und natürlich weiß ich noch nicht, wie viel bei die 2100 sich herunterladen, denn die Folge, sie habt ihr ja noch gar nicht gesehen, wenn ich jetzt hier diese Aufnahme mache. Ja, und dafür mal herzlichen Dank. Das freut mich und ist für mich eine Motivation, weiterzumachen. Mittag haben wir jetzt, genau, und jetzt kann ich mal hier den ganzen Kram loswerden. Glattersandstein, Sandstein. Was haben wir hier noch? Steinziegel, Steinziegel, Steinziegel. Da ist noch Kies. Da ist Kies. Mal Steintreppe. Was knistert denn das so? Habt ihr das auch gehört, das Knistern? Oder nur ich? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. So. Nee. Ich komme im Moment mit den... da nicht ganz mit zur Rande mit der Bedienung hier. So, Steinziegel, Steinziegel. Da haben wir noch davon was. Da haben wir noch Erde. Erde. Da war Erde. Da ist aber voll. Wir haben da auch noch Erde. Da ist auch voll. Okay. Dann haben wir noch... hier knistert doch irgendwas, oder? Als ob da irgendwo eine Spinne rumtappt. So, Kies. Nee, was war das? Bruchstein war das, aber den Feuerstein hatten wir noch. So, und was ist das hier? Hopsa. Ah, jetzt ist wieder dieses Ding verstellt, deswegen geht das nicht hier. Also, da müssen wir nochmal die Bedienung einstellen. Optionen, Bedienung, Steuerung. Es ist schon wieder auf E gesprungen. Ich will das auf I haben, Freunde. Deswegen funktioniert das auch nicht. Ich drücke immer aufs I und ich sehe da nichts hier. Also, den Wassereimer brauchen wir noch. Die Werkbank. Dann hatten wir noch Sandsteintreppen. So, die tun wir mal dahin. Dann haben wir noch Korbel gehabt. Ne? Hatte ich das jetzt richtig hier noch? Da war noch mal Korbel. Genau, Bruchstein. Oder auch Cobblestone genannt. So, dann haben wir Erde hier noch. Die Erde tue ich mal oben hin. Ach, endlich mal. Endlich mal. So. Dann hier rein mit der Erde. Und dann noch eine Werkbank, die behalten wir mal. Jetzt wollten wir Bögen machen und verzaubern. Genau, das war das. Bögen. Bögen. Bögen machen wir also mit Fäden. Da haben wir ja jetzt genug von. Was ist das eigentlich? Leder. Ah ja. So, Inventar. Möchte richtig fetten Bogen haben, dass ich keine Pfeile mehr brauche. Wie heißt denn diese Verzauberung da? Ich weiß es jetzt im Moment nicht. Okay, Bögen, ja. Alles klar, nehmen wir mal mit in unseren Verzauberraum. In unseren Zauberraum und schauen mal, wo ist der Zauberraum? Wie komme ich da am schnellsten hin? Ich glaube, da gehen wir am schnellsten hier rum. Ist das richtig? Habe ich mir das so richtig gemerkt? Jetzt links rum. Richtig.
Genau, da ist der Zauberraum. Da muss ein Regal hin. Da unten drunter. Ach, das ist noch vom Kollegen. Ja, da muss ein Regal hin. Nehme ich mal hier. Nee. Ach. Okay, das war der Minecraft-Kontrolleur wieder mal. So, da habe ich auch noch einen Bogen. Jetzt verzaubere ich mal. Und zwar mit Lapis Lazuli. Geht das, glaube ich, ne? Ich kann das gar nicht mehr so richtig mit dem Verzaubern, ehrlich gesagt. Das mache ich so selten. Also, dann tun wir mal hier in den Bogen rein und hier dann richtig. Flamme, Stärke 2, Stärke 1. Stärke 2 ist schon mal okay. Stärke 2. Ich habe doch hier auch noch Bögen drin gehabt, die verzaubert waren, oder? Da war einer mit Stärke 1 und da war einer mit Stärke 2. So, jetzt habe ich noch einen mit Stärke 2. Das ist dann schon mal Stärke 3. Aber wir machen mal weiter. Mal sehen, was wir sonst noch so auf den Bogen bekommen. Hier haben wir jetzt Stärke 3 und noch was. Stärke 3, Haltbarkeit 3, Flamme, ui. Das ist schon echter Wahnsinn. Okay, dann kann ich mal hier zusammenpacken. Nämlich Stärke 2 plus Stärke 2 müsste dann Stärke 3 geben. Genau, Stärke 3 und Stärke 3 gibt das Stärke 4. Gibt es das überhaupt? Tatsächlich. Das ist doch mal ein Bogen. Jetzt Haltbarkeit 3 auch noch. Also der ist schon mal super. Wie viel habe ich denn noch? Noch 21. Wey. Ich habe immer noch so viel. Da muss ich doch mal hier mit Lapis arbeiten. Und mir noch ein bisschen was verzaubern. Das war vielleicht hier. Das rauskriegen, was Lapis Stärke 2, nur Stärke 2, okay. Dann haben wir hier Stärke 2 und Stärke 2. So, dann haben wir hier, sind wir bei 17 inzwischen, Haltbarkeit. Okay, dann haben wir hier Stärke 1. Ja, wir kriegen noch einiges hier zusammen. Stärke 1. So, dann haben wir hier noch Stärke 1. So, da können wir noch die Stärken zusammentun. Nicht? Stärke 1 und Stärke 1 gibt zusammen Stärke 2 und Stärke 2 und Stärke 2 gibt zusammen Stärke 3. Stärke 1 und Stärke 1 gibt zusammen Stärke 2. Stärke 2 und Stärke 2 gibt zusammen Stärke 3. Was ist jetzt? Ach, dunkel ist es. Und mein Amboss ist mir kaputt gegangen. Ja, der war jetzt auch ein bisschen überbeansprucht. Das ist wohl wahr. Lege ich mich erstmal hin. Ist schon recht finster, ja. Afraid everything will change, you and I jumping off the edge. They say dreamers never die.